Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Ja, ich begrüße euch zur Jahreslegung, Botschaft der Krafttiere. Ganz besonders herzlich und freue mich schon sehr. Ich habe diesmal meine ganz alten Karten rausgekramt. Ihr wisst, oder viele wissen es, die Krafttiere liegen mir ja ganz besonders am Herzen. Dies ist eine Kollektivlegung für alle, die im indianischen Horoskop in der Zeit des Lachs geboren sind. Und das entspricht im westlichen Sternzeichen, Tierkreiszeichen, genau dem Löwen. Ja, also eine Kollektivlegung für alle Lachse, alle Löwen. Gerne könnt ihr eine persönliche Jahreslegung mit den Krafttieren bei mir, ja, ordern. Die wird es in dem Fall zu einem Festpreis von 25 geben. Sonst mache ich ja die Legungen, die persönlichen, auf Wertschätzungsbasis. Diesmal ebenso. Kontakt über die Infobox, am besten über Messenger, hier ja auch immer mal eingeblendet. Wir sind jetzt hier am 5. November zum Zeitpunkt der Legung. Da sind wir jetzt gerade aus diesem Neumond nach dem keltischen Neujahr am 1.11. hier raus. Ja, schöne, schöne Energie, in die wir hier jetzt reingehen. Ja, und ihr Lachse Löwen, schaut auch gerne nochmal in die Legung von 2021. Vielleicht gibt es Wiederholungen oder ein Tier an einer anderen Position, Erweiterungen, Ergänzungen. Das 2021 hat ja auch noch Geltung, Bedeutung jetzt, ja. Auch gerne in die Sommer-Herbstlegung mit den Krafttieren reinschauen, um da vielleicht auch Synchronizitäten oder Ähnliches zu entdecken. Begleitet werden alle Legungen von Obsidian, das ist Vulkanglas, hier als sogenannte Apachenträne, und hier der Lamellenobsidian. Ich weiß nicht, ob man das sieht, man irgendwie nie diese Lamellen. Bei dem geht's ja vulkanisches Glas. Wir haben hier die Vulkanausbrüche auch jetzt in unserer Nähe, La Palma, und ich nehme die ja sonst auch gerne. Passt umso besser, meine ich. Ja, schauen wir in diesem Jahr auch in eine schamanische Botschaft. So ein bisschen die Ergänzung in diese Legung für Lachs, Löwe. Bitte die zwei Botschaft für die kommenden Monde. Ihr bekommt das Schild des Südens, die Unschuld, das innere Kind. Das Schild des Südens, der Ort des Wachstums, des Vertrauens hier mit dem Kojoten. In vielen Traditionen ist der Kojote im Süden, in manchen ist es auch die Maus. Für den Osten, für die Lachse bitte. Ein Krafttier, eine Krafttierenergie. Osten. Das sind auch zu viele. Bitte eine Botschaft für Lachs Löwe, für den Osten. Das Pferd im Osten. Ui, was für ein Einstieg. Für den Süden, Ort des Wachstums, des Vertrauens, der Fuchs. Für den Westen, die innere Aufgabe, den inneren Weg, der Rabe. Und Norden, Ort der Erkenntnis für Lachs Löwe.
Das Präriehuhn. Für den Bereich Geist oben eine Botschaft bitte für Lachse, für Löwen. Bitte für Geist oben, für Lachs, Löwe, eine Botschaft bitte. Ein Krafttier. Das Reh. Oh, wie schön. Für den Bereich Körper, ups, in der Erscheinung außen der Biber. Und das Seelenkrafttier für Lachs, Löwe, innen, die Innenkarte. Wenn man das als Medizinrad legt, dann ist es, ups, auch die Karte, die eben innen drin liegt. Die Maus für euch, Lachse für euch, Löwen. Nun nehme ich mir einen Moment zum Sinnieren und bin gleich wieder da. So, ihr lieben Lachse, hinein ins ja, Medizinrat ja auch. Es liegt jetzt nur hier anders aufgrund von ein bisschen, ja nicht Platzmangel, aber die Ulmenholzscheibe liefert die Begrenzung. Ja, die Überschrift für diese kommende Zeit, für diese vielen Monde. Du bekommst hier den Süden, das innere Kind, die Unschuld. Im Süden beginnt das Leben. Hier ist der Same. Hier ist die Empfängnis auch, ja. Der Süden ist natürlich verbunden mit Mondenergie. Das heißt, im Sternzeichen ist das dann die Krebsenergie, im Indianischen die Spechtenergie. Ist wesentlich für dich. Für dich geht es um seelisches Wachstum in dieser Zeit. Und wichtig ist, dass du hier deine ja, innere Unschuld eben wiedererkennst, dein inneres Kind, dass du dein Ego da mal runterfährst und mal dein inneres Kind ja entdeckst, weil das bist ja du. Es geht darum, dass du es ja an die Hand nimmst. Und das geht eben nicht mit zu viel Ego. Da muss man dann hier auch aufpassen. Ganz spannende Legung auch hier. Ja, höre auf deine innere Stimme, frag eben dich selbst als dieses kleine unschuldige Kind, was du denn da möchtest. Ihr seid eins, das war nur vergessen. Es geht auch darum, dass du wieder vertrauen lernst, dass du wieder jemand auch vertrauen kannst. Da ist natürlich aufzupassen, wem man hier vertraut. Wir haben dann auch hier den Fuchs als guten Schutz hier für deine Gefühle, für deine Emotionen. Hier im Süden ist eben der Trickster, der Kojote dabei, ja, der sich auch gern selbst übers Ohr haut, sich selbst auch was vormacht, mit allerbesten Absichten. Aber er ist auch, und das ist er dann auch in diesen ja, naturgeprägten Tarots, da ist er auch gerne der Narr selbst, also die Null, oder er ist zumindest dabei, ja, sich hier einfach unbedarft auch in etwas Neues hineinfallen zu lassen, mit Verspieltheit, auch mit Leichtigkeit, dass du das Spiel des Lebens verstehen lernst. Und das wird eben ganz, ganz viel mit den Emotionen, die hier dann auch hochwallen, bei dir zu tun haben. Aber es geht auch darum, dass du bitte dich auch körperlich in Wallung bringst, hier mal die Muskeln lockerst, ja, also da auch bitte besonders darauf achten. Und du kannst dich nämlich hier mit eben auch mit deiner Quelle, so mit deinem Urgrund, mit deinem seelischen Urgrund hier verbinden, mit der Quelle des Lebens, die ja dann letztendlich vom Neptun kommt, ja, von den Fischen, da wo eben alles ist.
Interessant finde ich auch noch, schau mal vielleicht in die Tiere rein. Der Otter und das Stachelschwein, die fallen mir hier zu dieser Botschaft ein. Der Otter auch für diese weibliche Energie, für diese fließende Energie. Das Stachelschwein auch für die Unschuld in dem Fall. Ja, so als Zusatztiere kannst du die mitnehmen. Auch der Kojote sich den mal anschauen. Da gibt es jeweils ein Video, außer zu dem Stachelschwein. Und auch nochmal die Erinnerung, schau auch mal in die Botschaften nochmal von 2021 rein. Wer weiß. Höre auf deine wahren Empfindungen, ja, auf deine Wurzeln. Das, wo du dich ganz fühlst, ja, und lasse dich nicht von wechselnden Gefühlen, was da eben alles von außen kommt, hier irritieren, lass dich da nicht ablenken. Ja, da kann, also ich glaube, es ist ganz schön viel los und es kommt hier auch ganz viel von außen, auch von dir kommt hier viel. Ja, aber es ist hier im Süden auch immer, bedenke, der Ort des Wachstums, auch eben der Ort oder der, ja, der Platz, wo das Leben beginnt. Steht vielleicht auch für manch einen, für einen Zuwachs. Im Osten, ja, hier auch ganz starke Energie, das Pferd. Das Pferd, das ist ein großer Entwicklungsschritt in der Menschheit, für die Menschen gewesen, sich mit dem Pferd zu verbinden. Ich würde nicht mal sagen zähmen, sondern hier eben, wie kommt man zusammen, wie wird man miteinander vertraut, ja, um dann in einen gemeinsamen Rhythmus zu kommen. Ja, Mensch und Pferd. Das heißt auch für dich die Chance, die Herausforderung in diesem kommenden Jahr, dass du auf das Wir, auf die Gemeinsamkeit mehr Wert legen wirst als auf das Ich, ja. Auch hier doppelte Botschaft, dass das Ego runtergefahren wird, ja. Das innere Kind dir sagt, was du, dass du dir selbst sagst, was du wirklich willst. Und das ist dann hier auch der Wunsch nach wahrer Nähe, nach Intimität, nach wahrem Austausch. Und du bist hier mit Pferdeenergie dann in einer, ja, Aufbruchsstimmung. Auch kann auch verbunden sein mit Reisen, ja, vielleicht auch dann mit einem Umzug. Aber immer schön langsam mit den jungen Pferden und übrigens bitte auch mit den älteren. Ja, also hier können große Entfernungen auch schnell überbrückt werden. Also wenn, dann ist es vielleicht auch weiter weg, ja. Auch hier wieder das Thema in Bewegung kommen, auch körperlich, sagt auch die Pferdeenergie. Und ich denke, die, die reiten, die wissen das, dass da man wird nicht geritten, man muss auch was machen. Ja, sich vertraut machen, in einen gemeinsamen Rhythmus kommen, in die Ausgewogenheit auch der Energien, weil mit Pferdeenergie, das gilt die Energie hast du da auf allen Ebenen, aber auch ganz stark natürlich eine sinnliche Ausstrahlung, das ist auch ganz starke sexuelle Energie, auch hier wieder auch körperlich, also hier auch der Wunsch zusammenzukommen. Also ganz schön viel auf einmal mit dem Pferd. Ja, es ist auch Verlangen, es ist Begehren, es ist Sehnsucht mit Pferdeenergie. Es ist natürlich auch der Wunsch nach Freiheit und es ist eine wilde Energie. Ja, wir reden ja nicht von den Pferden, die hier irgendwo in irgendwelchen Boxen rumstehen, dann irgendwo rumgehoppelt werden und dann noch irgendwo auf einem Transporter wohin gefahren werden. Ich rede hier von Wildpferden, von wirklichen Pferden. Wichtig ist auch eben diese Energien bei dir in Ausgewogenheit zu halten, damit dir die Pferde eben nicht durchgehen und zu erkennen, dass alle Wege gleich viel wert sind. Ja, also hier nicht dann versuchen, sonst auf jemand Druck auszuüben. Jeder Machtmissbrauch wird hier bestraft. Und erinnere dich an deine ganze Reise bis hierher, bis zu diesem Moment, damit du gut weiterkommen kannst. Und dann geht gemeinsam ja vieles besser, schneller. Ja,
Der Fuchs und übrigens hier schon gleich mal der Hinweis, ohne das näher bezeichnen zu können, dass wir hier die gleichen Totems haben, diese Anordnung von Gegenständen, das, was man im Medizinbeutel hat, das nennt man dann Totem. Also hier eine Reihe durch. Du bekommst im Süden, Ort des Vertrauens, Ort des Wachstums, den Fuchs. Dir wird wichtig sein, eben hier die Gemeinschaft, auch die Familie, jede Form von kleinerer Gemeinschaft. Du hast hier mit der Fuchsenergie einen ganz hohen Gemeinschaftssinn und auch eine ganz stark beschützende Energie. Die emotionale Sicherheit ist dir sehr wichtig. Und das brauchst du, diese Energie, weil, wie gesagt, hier wallt es ja munter vor sich hin. Fuchskraft gibt dir auch die Fähigkeit, dass du unerkannt beobachten kannst, also beobachten, ohne dass du selbst gesehen wirst, und gibt dir die Fähigkeit, dass du die Menschen bitte besser eben dann nach ihren Taten beurteilen solltest, als nach dem, was sie sagen, nach ihren Worten. Und wenn du hier unbeobachtet eben Dinge sehen kannst, dann kannst du dich auch in Situationen, in eine Lage gut hineinverweben, in natürlich seelische Lagen, in Gefühle kannst du dich gut hineinverweben. Und durch dieses Beobachten kann dann in bestimmten Situationen auch eine gewisse Vorhersehbarkeit dann für dich hier ersichtlich werden. Ja, das ist so der kleine Seher, aber das kommt eben durch dieses unerkannt Beobachten, ja, nichts verraten. Ja, und manchmal wendet der Fuchs auch so törichte Taktiken, scheinbar törichte Taktiken an, um den Gegner, das Gegenüber zu, ja, verwirren. Aber er hat ganz klar den Blick auf das gerichtet, was er möchte. Das heißt auch, lass nicht jede Emotion oder jedes Gefühl gleich raus. Oder wenn bei dir was ankommt, was auslöst, reagiere nicht gleich. Lass nicht gleich alles raus, sag nicht alles gleich. Lass es erstmal sacken, spür mal rein. Kommt dann die Maus und sagt, check das nochmal ab, prüf das nochmal. Also hier nicht so sehr in die Reaktionen gehen. Ja, dann gehen nochmal die Pferde schnell hier mit dir durch, Lachs. Löwe. Und gerade für Löwenenergie, ja, das Ego runterzufahren und auf die Gefühle zu vertrauen, ja, auf das Wachstum zu vertrauen, das ist vielleicht eine große Herausforderung. Und du hast mit Fuchsenergie hier auch immer Verbündete. Ich denke, das sind einfach dann auch gute Freunde, mit denen du auch der Wunsch nach wahrem Austausch, nach wahrer Nähe, den du hier gut leben kannst und ja eben hier einen Partner auch hast, einen Freund, Freundin, Familienmitglied, wo eben hier guter Austausch besteht und worauf du dich auch verlassen kannst. Ja, hier bekommen wir im Westen die innere Aufgabe, eben hier gleiches Totem, den Raben. Ja, der Rabe bringt auf jeden Fall auch immer Botschaften. Ja, das heißt auch immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit für Botschaften erhöhen. Vor allem dann, wenn du die Magie des Lebens vielleicht vergessen hast. Ja, es geht hier darum, dass du erkennst, dein innerer Weg hier bis zur Erkenntnis, dass du Wunder wieder für möglich hältst. Sonst hast du dir selbst eine Begrenzung hier schon geschaffen. Und wenn du eben Wunder für möglich hältst, die Magie des Lebens, ja, entdeckst, wiederentdeckst, dann kannst du hier eine große Bewusstseinsveränderung erleben in dieser Zeit. Ja, sozusagen eine Gestaltwandlung. Ja, was dann sich sicher auch im Außen später oder auch gleichzeitig zeigen wird. Also es können besondere Dinge sich ereignen, wenn du daran auch glaubst.
wenn du es für möglich hältst. Und dann wird es vielleicht auch so Situationen, Momente geben, wo du so diese Gleichzeitigkeit zwischen dir und jemand anders so kurz spürst wie einen Funken. Das heißt, auch jeder Moment ist einzigartig. Er kommt nicht wieder. Ja, er ist genau jetzt einmal so. Das heißt für dich auch, deine innere Aufgabe ist, geh raus aus Routinen, aus irgendwelchen Trott, aus irgendwelchen eingefahrenen, tief eingefahrenen Gewohnheiten auch. Und meistere immer die jetzige, die aktuelle Situation, ganz im Hier und Jetzt. Da hast du wirklich hier ganz starke Energien. Also hier bitte nicht zu versuchen, hier irgendwas zu überspringen, ja? Zu schnell zu werden. Einen Schritt, ja, das Pferd, das springt auch, ja? Also da hast du hier die Energie, eben Situation erst jetzt meistern und dann das nächste, ja? Ein Schritt nach dem nächsten. Und sag mit der Pferdeenergie ist eben hier die Tendenz da durch diesen Überschwang natürlich auch, sicher auch der emotionale, klar, Überschwang und vielleicht hier eben verliebt oder sonst irgendwie Feuer gefangen, ja, dass man hier zu übermütig wird, ja, dass man hier eben Phasen überspringen will, die dann vielleicht auch eine Beziehung eben braucht, ja. Gestern kennengelernt, morgen zusammengezogen. Wobei, es gibt alles. Und wichtig ist auch, alle Raben, Krähen, Vögel, die können sehr gut kommunizieren. Also geht es für dich auch um die Kommunikation, die ganz wichtig hier ist. Und bitte lerne, ohne Erwartungen zu sein. Das ist dann auch das, wo man so schnell vielleicht was überspringen will. Ja, sei ohne Absicht, ja, versuch absichtslos zu sein. Und dann die Erkenntnis, ja, lerne zu tanzen. Das Präriehuhn tanzt in der Form eine Spirale, und das ist ja der Entwicklungsweg, den wir alle gehen sollen und wollen. Ja, keine schiefen Ebenen nach oben, keine Treppen, keine Sprünge übrigens auch, nein, diese Spiralbewegung. Und mit dem Präriehuhn erkennst du, dass du dich eben gut zentrieren kannst. Ja, das ist so ein bisschen wie the eye of the tiger, das Auge des Tigers, also mittendrin zu sein, egal was dann eben rundherum passiert, sich selbst zu zentrieren, statt Energie zu zerstreuen, zu verschwenden, dann auch ohne Kontrolle zu werden, wenn dann so ein Pferd mal durchgeht, dann ist er ja auch kein Halten mehr. Ja, und dass du wieder in Kontakt kommst mit dem Ursprung, und auch hier die Botschaft, das gilt auch körperlich, in dem Fall wirklich in der Form, dass du dich erdest und, wie gesagt, tanzt und in Bewegung kommst. Auch hier wieder Bewegung, das hatten wir ja hier schon. Ja, mach dir diese, wenn du in deiner Mitte bist, ja, in diesem Tantien, wie es im Tai Chi, im Qigong heißt, ja, in deiner auch Körpermitte, die nicht oben in der Nähe der hier im Solarplexus liegt, sondern viel tiefer, 3 Finger breit unter dem Nabel, ja, so die Finger unter den Nabel legen und dann sich vorstellen, da innen drin zu sein. Das ist die Mitte, um die du dich drehst. Dann bist du sicher, dann stehst du fest, ja, und bist trotzdem, kannst dich ganz, ganz frei bewegen. Mache dir diese Energien nutzbar, erkenne das und richte das dann auch auf ein konkretes Ziel aus. Ja, auch hier der Bezug zum Körper ist für dich ganz wichtig. Kommt hier ja fast in jede Botschaft. Ja, du kannst dann Energieflüsse auch aller Art viel, viel besser wahrnehmen. Wow. Was für ein Weg. Hier die Karte schon ein bisschen platti. Und auf der Position Geist, also oben,
erhältst du das Reh. Und es sagt dir, auch wenn es hier beim Geist liegt, auf der Position, öffne dein Herz. Ist die Karte der Herzöffnung, des Mitgefühls, der bedingungslosen Liebe und der Freundlichkeit, der Fürsorglichkeit. Also geh auch mit dir, deinen Gedanken, deinem Geist fürsorglich um. Geh mitfühlend mit dir um, auch mit anderen, ja, auch im Gespräch, in der Kommunikation dann, ja. Lass dich vor allem auch von nichts erschrecken, auch vielleicht nicht vor den eigenen Gedankengängen. Wer weiß, welche Gedanken du haben wirst, welche Szenarien du entwickeln wirst. Gehe alle Szenarien locker durch, alle Möglichkeiten, gehe sie im Geiste durch. Ja, aber die Energie steht vor allem dafür, habe ja Vertrauen, sei sanftmütig, ja. Ein sanftmütiges Pferd, das gibt's doch bestimmt auch. Und sei auch in deinem Mitgefühl, in deiner Liebe beharrlich, ja. Wie gesagt, auch fürsorglich. Und die Flecken des Rehs zeigen uns auch die Idee von Licht und Schatten, von Licht und Dunkel. Lerne beides zu lieben. Das Helle und das Dunkle. Und wenn sich das auf einen anderen Menschen bezieht, ja, lerne seine guten Seiten zu lieben, aber erkenne die Schatten und lass dich hier auch von keinem Schatten erschrecken, ja. Da hast du hier die Kraft des Rehs. Wow. Und hier im Außen, der, man sagt immer Körper, übrigens hier auch zwei gleiche Totems, der Bibel. Also es ist im Außen auch auf jeden Fall Schaffenszeit. Schaffe, schaffe, Häusle, baue. Werde Architekt, werde Baumeister deines Lebens. Der Biber ist ein hervorragender Baumeister. Schaut euch mal diese Bauten an, ja, die hier auch vom Wasser her verschiedene Höhen und also tolle Geschichte. Ja, du kannst hier dein Leben gestalten und zwar ganz real, ja. Das ist, wie gesagt, materiell, das ist etwas, was dann da steht. Gestalte eben deine Vision aus. Du bist hier auch immer gut gerüstet mit den scharfen Zähnen und übrigens auch mit diesem Paddel des Bibels, um dein Werk, um deine Lieben zu schützen, wie auch mit der Fuchsenergie. Ja? Das, was dir wichtig ist, das kannst du gut schützen, das kannst du verteidigen im Außen, du kannst dich immer hier gut verwehren. Da vertreibt so ein Biber übrigens auch sogar einen Elch, der so auch das Grünzeug gerne hätte, dann haut er mit dem Paddel so oft, bis sogar der große Elch sich aus dem Staub macht. Und auch hier geht es möglicherweise gar nicht alleine, sondern es geht nämlich bei dem Biber um den Geist der Zusammenarbeit. Wie hier mit dem Pferd auch, ja, lerne zu reiten, lerne zusammen zu sein, sich auszutauschen. Es geht auch um das Arbeiten mit dem Denken einer Gruppe. Und wie gesagt, mit Biberenergie lässt du dich auch nicht irgendwie in die Ecke drängen. Ein Biberbau hat nämlich mehrere Aus- und Eingänge und du hast hier die große Kraft und das wird sich eben, kann eben im Außen wirken, dass du gut Meinungsverschiedenheiten auch beilegen kannst, dass du Konflikte lösen kannst und ja, und vor allem, dass du deinen Bauplan in die Tat umsetzen kannst und für neue Erfahrungen Raum schaffst. Sehr schön. Und dein Seelentier ist die Maus und wie oft schließt sich der Kreis von der ersten bis zur letzten Karte dann hier. Und ich denke auch, die Maus, die hilft dir, diese wilde, wilde Pferdeenergie ja ein bisschen zu lenken.
Also vor lauter Action bitte nicht vergessen, dass du auch die Aufmerksamkeit auf die Kleinigkeiten legst. Hier auch doppelte Energie, auch die deine Aufmerksamkeit auf die Taten, ja, nicht auf das, was hier geredet wird. Und dass du dich andererseits nicht auf irgendetwas fixierst, ja, nicht zu sehr festlegst, genau dahin zu wollen, weil die Maus verliert natürlich auch gern den Überblick, ja, deshalb konzentriert sie sich zu sehr auf ein klitzekleines Puzzleteilchen. Also es gilt hier die gute Balance auch zu finden, auch hier wieder diese ausgewogene Energie. Du hast mit Mausenergie dann ein gut entwickeltes Gefühl, eine gute Intuition, wenn irgendwas gefährlich wird, wenn es um irgendwelche Risiken geht. Ja. Kannst dich gut organisieren, prüfst alles genau. Das ist hier auch die ganz wichtige Kraft, die du hier brauchst. Ja, mit den kleinen Barthaaren wird alles geprüft. Du kannst gut die Dinge einordnen, ja. Du kannst die Systeme auch erkennen. Du kannst auch gut das, was du an Wissen bekommst, auch systematisieren. Und wichtig ist mit Mausenergie, dass du hier geistige Großzügigkeit auch entwickelst. Ja. Da liegt so ein bisschen die Geistkarte hier und die Seelenkarte auf der Geistposition. Ja. So ähnlich kann man das sehen. Ja. Wow, liebe Lachse, liebe Löwen, da geht's ab, hoffe ich doch. Und bin gespannt, was ihr erleben werdet. Und ich wünsche euch für eure Reise, für euer Leben, für jeden Augenblick alles, alles Gute. Ja, meistert die Krisen, ja, und überspringt bitte nichts dabei. Ja, und in diesem Sinne, ich denke an euch, ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, ciao.